Wir haben festgestellt in der Arbeit mit Kolleginnen und mit unseren Kooperationspartnerinnen, die, mit denen wir politische Bildung machen im linken Feld, dass die Arbeitsbedingungen für viele Menschen weiterhin prekär sind und sich zum Teil auch verschlechtern. Ist es auch immer wieder klar, dass die Organisationen, die politische Bildung anbieten, extremen Angriffen von rechts ausgesetzt sind. Wir haben uns gedacht, es macht Sinn, all diese Leute, die ähnliche Herausforderungen zu bewältigen haben, einzuladen, sich zu treffen, sich kennenzulernen und eine Initiative zu ermöglichen, sich gemeinsam auch zu organisieren. Also politische Bildung ist auf jeden Fall für mich sozusagen Meinungsbildung zu fördern, Menschen dabei zu begleiten, vielleicht über den manchmal auch schmerzhafteren oder komplizierteren Umweg der Selbstreflexion. Was politische Bildung ja auch unglaublich ausmacht, sind diese Selbstwirksamkeitserfahrungen. Also zu merken, ich kann was verändern, ich kann scheitern und ich stehe wieder auf und ich kann trotzdem weitergehen. Ich arbeite für Hollywood, für die Schulakademie zu Hip-Hop und Social Justice in Berlin und Brandenburg. Und dafür finden wir, eignet sich die Hip-Hop-Kultur besonders gut, weil es einfach ein Mittel sein könnte, die Jugendlichen für diese sehr komplexen Themen, die ansonsten relativ kompliziert behandelt werden, diese versuchen wir quasi etwas runterzubrechen. Da bieten auch die Methoden und die Haltung, die wir in nonformaler Bildung haben, oftmals einen super Zugang, weil wir eigentlich die Möglichkeiten haben und auch viel darüber nachdenken, wie wir Teilnehmende dazu bekommen, über ihre Grenzen und über ihre einstudierten Muster auch hinauszugehen. Und im besten Falle schaffen wir es dann, glaube ich, auch in den Seminaren, solidarische Beziehungen zwischen den Menschen herzustellen. Und dann ist es tatsächlich, glaube ich, ein Lernraum für gesellschaftliche Organisation. Also eine der größten Herausforderungen ist relativ eindeutig dieser Druck von rechts, der jetzt halt da ist, weil der nicht nur auf uns als Bildner eine Auswirkung hat, sondern logischerweise auf die Personen, die mit uns arbeiten und dann auch wieder auf uns. Orte, die irgendwie bedroht sind, Themen, die gerade bedroht sind. Auch wir in unserer Arbeit stehen häufiger und mehr unter scharfen Augen und unter Kritik. Ich glaube, die große Herausforderung, vor der wir politisch stehen, ist tatsächlich für eine offene Welt einzustehen. Und Räume zu schaffen und Menschen anzustupsen, sich zu verbinden und sich für ihre Interessen einzusetzen und sich halt eben vielleicht auch durch Schwierigkeiten des Alltags hindurch die Hand zu reichen. Dafür können politische Bildungsformate tatsächlich einiges bieten. Es ist total nützlich, so dieses Gefühl von Solidarität zu stärken. Und ich glaube aber, dass Solidarität, dass wir das üben müssen, dass wir das trainieren müssen. Außerschulische Jugendbildung ist wahnsinnig unterfinanziert. Und so, ich habe sehr viel für eine bestimmte Jugendbildungsstätte gearbeitet, aber nichtsdestotrotz, selbst wenn die sozusagen mal ein bisschen mehr zahlen als der Haustarif, sind das immer noch Sachen, wo ich so viele Seminare machen müsste, dass ich die Energie nicht habe. Was ich mir von der Vernetzungswerkstatt versprochen habe, war natürlich, mich zu inspirieren von anderen Personen, die politisch aktiv sind, in der Bildung aktiv sind. Aber darüber hinaus hat mich tatsächlich auch interessiert, wie gehen die mit diesem Problem um, dass man quasi diese prekäre Situation hat? Was sind die Ursachen dafür? Die Möglichkeit, die diese Vernetzungswerkstatt jetzt bietet und geboten hat die letzten drei Tage, ist einfach dieser Austausch. Einmal im Sinne von Informationen beschaffen, die ich sonst nicht bekomme, dann natürlich einen Raum zu haben, in dem ich überhaupt mal mir die Zeit nehmen kann, mich mit anderen Kolleginnen auszutauschen. Ganz konkret bedeutet Vernetzung für mich aber auch der Versuch, solidarische Strukturen auf einer anderen Ebene zu bilden. Ich liebe den Austausch zwischen den Kollegen und Kolleginnen. So, die machen andere Sachen, die machen Dinge anders, die sehen Dinge anders. Die zeigen mir Bereiche, wo ich noch nicht mal drauf gekommen bin, dass da was geht oder was man da so machen könnte. Das ist einer der Gründe, warum ich überhaupt im Bildungsbereich arbeite. Da kann man so interessante Leute kennenlernen. Das ist der Hammer.
Am Ende der Veranstaltung stellen wir fest, trotzdem alle wahnsinnig eingebunden sind in ihre Tätigkeiten und in ihre Arbeit in der Bildung jetzt schon, dass es viele Initiativen gibt aus der Runde heraus. Es wurden Projekte initiiert, sich wieder zu treffen. Es gibt Ideen, einen Berufsverband zu gründen. Ja, wir freuen uns als Stiftung und natürlich auch als Kolleginnen aus der Bildungsarbeit sehr, dass etwas entsteht jetzt hier in diesen Initiativen, was über die Veranstaltung selbst hinausgeht. Ich glaube, diese Rolle steht der Rosa-Luxemburg-Stiftung auch gut, einfach mal zuzuhören und zu unterstützen, was Menschen, die im Feld unterwegs sind, wirklich brauchen.